Wir sind hier zusammen, dich anzurufen, Herr. Unser einziges Verlangen ist zu singen, Gott zu dir, sei willkommen, Herr. Willkommen, Herr. Willkommen, Herr, für diesen Raum. Heilung und Erlösung, dein Reich komme, Herr. Was du willst, das soll geschehen, wie im Himmel, so auch hier. Sei willkommen, Herr. Willkommen, Herr. Willkommen, Herr, für diesen Raum. Wir sind hier zusammen, dich anzurufen, Herr. Unser einziges Verlangen ist zu singen, Gott zu dir, sei willkommen, Herr, willkommen, Herr, willkommen, Herr, für diesen Raum. Bring Heilung und Erlösung, dein Reich komme, Herr, was du willst, das soll geschehen. Wie im Himmel, so auch hier, sei willkommen, Herr, willkommen, Herr, willkommen, Herr, für diesen Raum. Vater, komm, füll den Raum, wir bitten dich. Jesus, wir suchen dich, denn unser Wunsch allein ist, dich zu lieben. Sei willkommen, Herr, willkommen, Herr, willkommen, Herr, für diesen Raum. Vater, komm, füll den Raum, wir bitten dich, Jesus, wir suchen dich, denn unser Wunsch allein ist, dich zu lieben, sei willkommen, Herr, willkommen, Herr, willkommen, Herr, für diesen Raum, sei willkommen. Willkommen, Herr, für diesen Raum.
Herzlich willkommen in der Ecclesia Stadthagen. Herzlich willkommen alle liebe Geschwister und alle Gäste, die heute da sind. Und herzlich willkommen alle Zuschauer. Wir fahren fort mit dem Thema Begegnung mit dem Auferstandenen, himmlische Begegnungen. Begegnungen, das sind, wir begegnen jeden Tag Menschen. Jeden Tag ist irgendein Mensch da und wir haben eine Beziehung mit ihm und verbringen Zeit mit ihm. Und es ist so, dass über kurz oder lang ist auch Abschied nehmen. Je nachdem trennen sich die Wege und Abschied nehmen ist dran. Abschied nehmen und für alle, für beide Parteien auch wieder ein Neuanfang. Und liebe Tosca, wir nehmen heute auch ganz bewusst Abschied von dir. Du, dein Weg, ja, der geht jetzt in eine andere Richtung. Und ich habe es so auf dem Herzen, wir haben es auf dem Herzen, dir zu danken. Dir zu danken für deine Mühe, für deine Zeit, für deine Kraft und für deine Liebe, die du mit uns geteilt hast. Jetzt wird es emotional. Ich fand es total schön, dich kennenzulernen, Zeit mit dir zu verbringen. Ich danke dir für deine Führung und Leitung und auch für deine Hilfe und deine Unterstützung. Ja, vielen Dank. Ja, und ganz kurz zum Gottesdienstablauf jetzt. Wir starten mit Lobpreis. Wir loben unseren Gott und danken ihm. Und danach wird Mirko Langer predigen und er hat ein ganz spannendes Thema. Jesus sprengt alle Erwartungen. Seid gespannt, seid dabei und hört gut zu. Genau, und danach wird Tosca auch wieder Worte an uns richten, da freue ich mich schon drauf. Es gibt noch einen kleinen Beitrag und danach wird Tosca uns auch als Gemeinde segnen. Genau, so läuft es ab. Und ich möchte euch kurz einen Psalm vorlesen. Als nächstes geht es ja mit dem Lobpreis weiter. Und ich lese aus Psalm 92 die Verse 2 bis 6. Wie gut ist es, dir, Herr, zu danken und dich, du höchster Gott, zu besingen. Schon früh am Morgen deine Gnade zu loben und noch in der Nacht deine Treue zu preisen. Zum Klang der Laute, zur Musik der Harfe und Leier. Herr, was du tust, macht mich froh und ich juble über deine großen Taten. Wie machtvoll sind deine Werke und wie tief deine Gedanken. Und mit diesen Worten möchte ich das Lobpreisteam nach vorne bitten. Lasst uns Gott loben. Wir dürfen es hier leider nicht mitsingen, aber ihr zu Hause umso mehr für uns. Wir können mit dem Herzen Gott loben. Ja, wir starten mit einem Lied, das heißt, wir sind eins. Jesus hat uns nicht nur erlöst von unseren Sünden und Heilung gebracht, er hat auch etwas geschenkt, was jeder Mensch sich sehnt. Einheit, ja, Zusammensein, eine Gemeinschaft zu haben. Und das ist auch sein Gebet, wie er gebetet hat, Herr, ich bete, dass sie alle eins sind, so wie wir, Vater, du und ich eins sind.
nun singen wir dein Lamm. Du hast uns zusammengefügt. Unser Herz geht auf, Liebe strömt hinein. Du hast uns zusammengefügt. Du hast uns erwählt. Du hast uns erwählt. Nun sind wir dein Leib. Du hast uns zusammengefügt. Unser Herz geht auf, Leben strömt hinein. Du hast uns zusammengefügt. Wir sind deins, folgen deinem Namen. Wir sind deins, sehen dich alleine. Denn kann uns keiner mehr, weil ihr dir gehört. Du tust uns in Liebe unter uns und jeder soll es sehen. Wir sind dein. Wir sind dein. Du hast uns erwählt, nun sind wir dein Leib. Du hast uns zusammengeführt. Unser Herz geht auf, Leben strömt hinein. Du hast uns zusammengeführt. Wir sind deins, folgen deinem Namen. Wir sind deins, sehen dich alleine. Trennen kann uns keiner mehr, weil wir dir gehören. Du bist in Liebe unter uns und jeder soll es sehen. Wir sind deins. Wir sind deins. Ein Gott, der Leben gibt, ein Leib, ein Geist, ein Gott. Wir sind deins, folgen deinem Namen. Wir sind deins, leben dich alleine. Trennen kann uns keiner mehr, weil wir dir gehören. Du bist die Liebe unter uns und jeder soll es sehen. Wir sind deins, folgen deinem Namen. Wir sind deins, ehren dich alleine. Trennen kann uns keiner mehr, weil wir dir gehören. Unter uns und jeder soll es sehen. Wir sind dein. Wir sind dein. Wir sind dein.
und bringe deinem Gott Lob und Preis, alle Schöpfung jubel, wenn der Tag nun anbricht, Gottes Töchter und Söhne strahlen in seinem Licht. Der wahre Morgenstern, er ist aufgegangen, der Erlöser ist hier. Ich weiß, dass Jesus lebt, er ist auferstanden und er lebt auch in mir, lebt auch in mir. Denn diesen Tag will ich feiern, er hat alles getan, um die Welt zu erneuern. Jesus lebt, er ist auferstanden und er lebt auch in mir, lebt auch in mir. Diesen Tag will ich feiern, er hat alles getan, um die Welt zu erneuern. Selbst geht voran, er hat überwunden alle Mächte der Nacht, er hat mich gefunden und mir Leben gebracht. Der wahre Morgenstern, er ist aufgegangen, der Erlöser ist hier. Ich weiß, dass Jesus lebt, er ist auferstanden und er lebt auch in mir. Der wahre Morgenstern, er ist aufgegangen, der Erlöser ist hier. Ich weiß, dass Jesus lebt, er ist auferstanden und er lebt auch in mir. Du bist Wegebner,
Gegner, auf Wort dein Halter, wir strahlen dunkel, mein Gott, das ist wer du bist. Du bist Begegner, wundervoll Gegner, auf Wort dein Halter, wir strahlen dunkel, mein Gott, das ist wer du bist. Du bist hier, du bist jedes Herz. Ich bete dich an, ich bete dich an. Du bist hier, du heilst jedes Herz. Ich bete dich an. Ich bete dich an. Du bist hier, du machst Leben neu. Ich bete dich an. Ich bete dich an. Du bist hier, du machst Herzen heil. Ich bete dich an. Ich bete dich an. Du bist Begegner, wundervoll Dinger, Wort dein Halter, die strahlen dunkel, mein Gott, das ist wer du bist. Du bist Begegner, wundervoll Dinger, Wort dein Halter, die strahlen dunkel, mein Gott, das ist wer du bist. 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 Dunkel, mein Gott, das ist wer du bist.
Gegner, Wunder vollbringer, Worteinhalter, ich strahle im Dunkeln. Mein Gott, das ist wer du bist. 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 Das ist wer du bist, das ist wer du bist, das ist wer du bist, das ist wer du bist. Danke, Jesus, du bist unser Wegebner, du bist unser Wundervollbringer, du bist unser Worteinhalter, der Lichtstrahl unserer Dunkelheit. Du machst aus Dunkelheit Licht. Halleluja, Jesus, du bist das Licht in unserem Leben. Du veränderst alles. Wir schauen auf dich als unseren Erretter, als unseren Erlöser, als der, der das Unmögliche möglich macht. Danke, Jesus, du bist der Weg, Ingmar, da, wo wir keinen Weg sehen. Der Wundervollbringer, da, wo wir in Ausweglosigkeit sind. Danke, Jesus, der Worteinhalter. Halleluja. Gegenwart und bete an. Ich hebe meine Hände auf zu dir. Ich fühle so viel mehr, als ich jetzt sagen kann. Drum sing ich dir das eine Wort. Halleluja, 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 ich erhebe dich. Halleluja, Halleluja, ich erhebe dich. Gegenwart und bete an, nehme meine Hände auf zu dir. Ich fühle so viel mehr, als ich jetzt sagen kann. Drum sing ich nur das kleine Wort zu dir. Halleluja, 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 ich erhebe dich. Halleluja, Halleluja, ich erhebe dich. Halleluja, Halleluja.
Eins, zwei. Ah, ich bin da. On tune. Ja, seid gegrüßt, liebe Gemeinde, in diesem heutigen Gottesdienst. Der Herr ist hier. Amen. Amen. Und er ist auch bei euch allen, die ihr zu Hause zuschaut. Er ist da. Jesus ist gegenwärtig. Ja, wir haben ja eine Predigtserie, wo es um die Zeugen der Auferstehung geht. Und wir haben bereits gesprochen über Maria Magdalena, die Emmaus-Jünger. Und heute sind die 11 dran, die 11 Jünger, die Jesus ausgewählt hat, die sogenannten Apostel. Ja, die Apostel. Die waren, nachdem Jesus gestorben war, am Kreuz hingerichtet wie ein Verbrecher, schändlich, gedemütigt. Die waren auch eins, aber nicht eins in der Freude, sondern eins in der Trauer. Sie waren am Boden zerstört. Alle ihre Träume, alle ihre Erwartungen, alles, was sie dachten, was mit Jesus noch kommen wird, war zerbrochen. Sie waren völlig am Boden. 3 Jahre intensivster Erfahrungen, die wir alle gerne gemacht hätten, wenn wir dabei gewesen wären, hatten sich aufgelöst in einer kompletten Niederlage aus der Sicht der Jünger. 3 Jahre mit Jesus, die waren zusammengewachsen, sie waren ein Team geworden, ja, auch untereinander. Da kannte jeder jeden mit seinen Schwächen, mit seinen Stärken. Und sie hatten, wie sie dachten, auch Jesus schon gut erkannt. Aber nun war was passiert, was sie nicht erwarteten. Er war tot. Weg. Die Person, von der man sich selbst sagte, sie ist das Leben. Der charismatischste Mensch, der jemals über diese Erde ging, mit dem die 3 Jahre lebten, tot. Weg. Das war ein Riesenverlust für die Jünger. Was hatten sie alles mit ihm erlebt? Lasst uns einmal eine kurze Reflexion machen, was sie alles mit Jesus erlebt hatten. Es fing an bei Johannes dem Täufer. Da ließen sich zumindest die Brüder Andreas, Petrus, Johannes und Jakobus taufen. Und da war der Erstkontakt. Jesus kam aus der Wüste Juda, wo er den Satan überwunden hat, ging zum Täufer und dann sagte der Täufer, siehe das Lamm Gottes. Und Andreas und Johannes vermutlich hörten es und folgten Jesus nach. Das war der Erstkontakt. Und Andreas suchte gleich seinen Bruder Petrus, nahm ihn mit, führte ihn zu Jesus. Und am Folgetag ging es dann Richtung Galiläa. Und Jesus suchte sich noch den Philippus. Ich weiß nicht, wo er ihn gefunden hat. Und Philippus suchte den Nathanael. Und dann ging es auf Richtung Galiläa. Ich denke mal, sie gingen erst nach Nazareth, da wo Jesus herkam. Und wartete gleich eine Einladung auf sie, die Hochzeit zu Kana. Und dann gingen sie zur Hochzeit zu Kana. Und da geschah das, was auf keinen Fall geschehen darf. Der Wein ging aus. Ja? Und wie bewältigt man diese Riesenkrise? Ja? Der Wein sorgte für Fröhlichkeit und für Ausgelassenheit. Das war ja ein Freudenfest. Und was macht Jesus? Er sorgt dafür, dass von null auf gleich 600 Liter besten Wein zur Verfügung standen. Ja? Das war ein Schock. Ja, wie kann sowas passieren? Ich gehe jetzt nicht so sehr auf die einzelnen Dinge ein, das sind natürlich alles Predigten für sich. Danach ging es dann gleich weiter Richtung Galiläa. Die Jünger gingen wieder zurück in ihre Jobs und Jesus fing an zu predigen. Und dann geschah es eines Tages, dass er genau da predigte, wo sie ihre Netze ausbesserten. Und nachdem er viel gepredigt hatte und auch das Boot in Anspruch nahm, weil die Menge ihn so drängte, sagte er zu Petrus, fahrt hinaus auf die Tiefe des Meeres und werft dort eure Netze aus. Und sie hatten vorher die ganze Nacht gefischt und nicht einen armseligen Fisch gefangen. Und ich kann mir vorstellen, dass Petrus dachte, ja gut, Meister, du bist bestimmt ein Fachmann im Bereich Reich Gottes. Ja? Du kannst super predigen und du hast Charisma, aber im Bereich Fischerei. Da hast du keine Ahnung. Kann ich mir vorstellen, dass er das gedacht hat. Denn er sagte ja, okay, aber nur auf dein Wort, weil du es gesagt hast, Fisch gehen wir raus. Und was geschah? Er machte den Fischfang seines Lebens. Ja? Davon, wovon jeder Fischer nur träumen kann. Und so, dass sogar ein zweites Boot noch gerufen werden musste und alle wurden so voll, dass sie kurz vorm Absaufen waren. Und was machte Petrus?
Er hätte ja folgendermaßen reagieren können. Du bist der Mann, auf den wir gewartet haben. Lasst uns ein Unternehmen gründen. Yeshua und Simon Fishing Company. Und wir beteiligen dich. Du kriegst 10%. Du sagst uns, wo die Fische sind. Und wir gehen hin und holen sie raus. Und ich bin großzügig. 10%. Ja. Vielleicht auch 20. Ja, man kann ja handeln. Denn wir müssen ja die Arbeit machen und die Angestellten bezahlen. Dann irgendwann kommt das zweite Unternehmen, das dritte Unternehmen und dann gehört uns der ganze See Galiläa. Aber nein, er hatte nicht das Dollarzeichen in den Augen, sondern er sah und hat erkannt, dass Jesus mehr Ahnung vom Fischen hat als er selbst. Ja, und er fiel auf die Knie und sagte, wie heißt es, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Jesus sprengte die Erwartungen von Petrus und all seinen Mitgenossen, Mitfischern. Das war das zweite Mal, dass er ihre Erwartungen sprengte. Und dann heißt es, als sie die Boote ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Sie waren ja jetzt versorgt. Ja, die Familie hatte auf Dauer erstmal genug. Die ganzen Fische mussten sie alle verkaufen. Ich frage mich, was das für ein Wert war, den die da gefangen hatten. Der hat wahrscheinlich über Jahre gereicht. Konnten sie ganz Kapernaum mit versorgen. Und dann kam gleich das Nächste. Am folgenden Sabbat, gingen sie in der Synagoge von Kapernaum hinein. Und da war da ein Mensch mit einem oder mehreren Dämonen. Der reagierte sofort. Ja. Und sagte, was haben wir mit dir zu schaffen? Und was machte Jesus? Er befahl diesen Dämon auszufahren. Und es heißt noch, der Dämon riss ihn. Das muss ziemlich spektakulär gewesen sein, ja, bis er endlich ausfuhr. Und das war ein Schock. Denn noch niemals in der Menschheitsgeschichte hat irgendjemand einen Dämon aus jemand anderem ausgetrieben. Das gab es nicht, weil kein Mensch Herrschaft hat über Dämonen. Er war der Erste. Das ist zum ersten Mal, dass ein Mensch durch ein Wort von einem Dämon freigesetzt wurde. Und alle waren geschockt. Es heißt da, denn Entsetzen kam über alle und sie redeten und sprachen, was ist das für ein Wort? Denn mit Vollmacht und Kraft gebietet er den unreinen Geistern und sie fahren aus. Alle, auch die Jünger, ja, für die war das auch was ein Novum. Wieder, was ist das für ein Mensch? Was kann der denn noch alles? Aber das nächste Wow ließ nicht lange auf sich warten. Es ging danach direkt nach Hause zu Petrus und da lag seine Schwiegermutter krank da nieder. Und durch ein Wort wurde sie sofort gesund und diente ihnen. Und diese Geschichte von der Freisetzung des dämonisch Belasteten machte die Runde. Da explodierte die Popularität von Jesus regelrecht. Denn kaum war der Sabbat abends vorbei, der Tag beginnt ja am Abend, schon der nächste Folgetag, da war die ganze Stadt vor der Tür von Petrus versammelt mit all ihren kranken und ihren dämonisch belasteten Menschen. Und sie erwarteten Hilfe. Und gut, dass Jesus seine Jünger hatte, die wurden wahrscheinlich zu Ordnern, die Menschen da erstmal in Reihe und Glied aufstellten, damit einer nach dem anderen geheilt wird, befreit wird, geheilt wird, befreit wird. Ja? Und ohne Pause Freisetzung, Heilung, Freisetzung, Heilung. Und ab dem Zeitpunkt wurden sie zum Mittelpunkt der Gegend. Ja? Überall, wo Jesus auftrat, kamen sie auf ihn zu und wollten Heilung und Befreiung haben. Und irgendwann in dem Zeitraum gab es auch die sogenannte Bergpredigt, die Jesus gehalten hatte. Und da heißt es dann zum Schluss, und die Volksmengen erstaunten über seine Lehren, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hatte und nicht wie die Schriftgelehrten. Und kurz danach kam ein Aussätziger zu ihm, der geheilt werden wollte. Das durfte er gar nicht. Ein Aussätziger musste schön außerhalb der Gesellschaft bleiben. Und Jesus machte etwas, er berührte ihn sogar. Ja? Er berührte ihn, auch das war verboten. Und er wurde geheilt. Und wieder die Jünger, ja, wie geht das denn? Und dann der nächste Schock, dann ereignete es sich, dass Petrus vermutlich im Haus des Petrus war. Und dann kamen vier Männer mit einem Gelähmten, deckten das Dach, vermutlich von Petrus seinem Haus, ab und ließen ihn runter. Und nun erwarteten alle, dass er ihn heilt, so wie er es immer macht. Ja, war ja schon fast schon Routine zu dem Zeitpunkt. Aber nein, er vergab ihm seine Sünden. Und das geht ja gar nicht. Die Pharisäer dachten bei sich, das darf der gar nicht, das kann nur Gott. Und das stimmt, Sünden vergeben kann nur Gott. Und dann kommt noch hinzu, ohne Lammschlachtung oder irgendein anderes Tier gibt es keine Sündenvergebung. Man musste bei Israel immer ein Tier schlachten, damit überhaupt Vergebung wirksam werden konnte.
einfach so auf ein Wort hin, geht das nicht. Ja, darum gab es da den Tempel und den Altar und die vielen Schlachtungen. Das war im Mosegesetz so angeordnet. Und Jesus wagte es und sagte, dir sind deine Sünden vergeben. Das hat es vorher so noch nicht gegeben. Und natürlich die Pharisäer dachten, das geht doch gar nicht, der lästert. Und dann beweist Jesus, dass er wirklich die Sünden vergeben hat, indem er einfach sagte, steh auf, nimm dein Bett auf und geh nach Haus. Keine Berührung, kein Spruch, sei geheilt. Er sagte nur, steh auf und geh sein Bett auf. Und der komplett Gelähmte von Halswirbelsäule abwärts stand auf und ging nach Hause. Und damit bewies Jesus, dass er die Sünden wirklich vergeben hat, denn der Ursprung der Gelähmung war seine Sünde. Denn das sagt Mose ganz klar, wenn man nicht gehorsam ist, kann Krankheit kommen. Ja, steht in Mose drin. Und der Ursprung der Krankheit dieses Mannes war Sünde. So, und das war die sichtbare Wirksamkeit seiner Sündenvergebung. Als nächstes hatte Jesus die Idee, ins Land der Gerasener zu reisen und mit dem Schiff. Und auf diesem Weg dorthin gab es einen Riesensturm. Ja? Und die Jünger, erfahrene Fischer, wussten, dieser Sturm war so heftig, dass sie absaufen konnten. Ja? Und sie bemühten sich, das Wasser aus dem Boot zu halten, bis sie irgendwann mal den schlafenden Jesus wecken mussten und sagten, pack mal mit an oder bete, sonst saufen wir ab. Und was macht Jesus? Er befiehlt einfach nur dem Sturm und dem Wind zu schweigen und zu verstummen. Und sofort, als wenn man ein Gebläse abstellt, hörte der Wind auf. Ja? Und was steht im Wort? Und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Das nächste, wow. Das nächste Event, wo man sagen kann, Jesus sprengte die Erwartungen der Jünger. Und dann kam er an im Land der Gerasener und wahrscheinlich war er schon bekannt, der dämonisch Besessene, der eine ganze Legion von Dämonen in sich hatte und der Schrecken um diese Gegend verbreitete, der kam sofort angelaufen, warf sich nieder und Jesus trieb diese Dämonen aus. 1000 auf einen Schlag. Ich meine, Legion meine ich sind 1000. Und er erlaubte ihnen, dann in die Schweine zu fahren, woraufhin die Schweine Selbstmord begingen. Die wollten lieber sterben, als von einem Dämon belastet zu sein. Ja. Und diesmal war es nicht so, dass Jesus für Wohlstand sorgte, sondern für Armut. Denn das war ein Riesenverlust für die Gerasener. 1000 Schweine. Ich möchte nicht wissen, was das für eine finanzielle Einbuße war. Und als sie natürlich kamen, heißt es dann von ihnen, sie fürchteten sich vor Jesus. Denn der dämonisch Besessene, dessen Kleidung eigentlich nackt war, also er hatte in der Regel nichts an, saß dort bekleidet und vernünftig. Ja. Und sie baten Jesus doch bitte aus ihrem Gebiet wegzugehen, denn sie fürchteten wahrscheinlich, dass noch mehr Schweine Selbstmord machen, wenn er in ihre Gegend kommt. Ja, und die wollten nicht ganz am Hungertuch nagen. Und Jesus tat das dann. Und dann ging es straight von den Gerasenern nach Bethsaida und kaum ging er aus dem Boot, kam auch schon der Hauptmann der Synagoge auf ihm zu, meine Tochter ist krank und bete für sie, dass sie gesund wird. Und Jesus wurde bedrängt von allen Seiten und dann wagte es eine Frau, im Glauben ihn anzurühren, von hinten, die blutflüssige Frau. Ja, und sie wurde sofort geheilt. Und das war etwas, was auch neu war, dass eine Heilung geschah, ohne dass Jesus da aktiv dran beteiligt war. Er hat nur gemerkt, Kraft ging von ihm weg. Und dann fragt er auch, wer hat mich angerührt? Und die Jünger sagten, Meister, hier rühren dich zig Leute an. Ja? Und du fragst danach, wer mich angerührt hat? Die Jünger konnten auch nicht glauben, dass eine Berührung im Glauben Kraft freisetzt. Aber dann wurde es ja klar, wer es gemacht hat. Jesus fragte in die Runde, wer hat mich angerührt? Und die blutflüssige Frau hat es bekannt. Und direkt danach kam auch schon gleich die Anhängerschaft von dem Jairus auf Jesus zu und sagte, zu spät, die Tochter ist gestorben. Ja? Und was macht Jesus? Er hat nicht gesagt, okay, c'est la vie, ja, que sera, sera, sondern er meinte, fürchte dich nicht, glaube nur. Und er ging bei ihnen nach Haus und weckte die inzwischen verstorbene Tochter wieder auf. Wow, Jesus herrscht sogar über den Tod. Wieder sprengte er die Erwartungen der Jünger. Und so ging es weiter. Ich will jetzt nicht jede
jedes Wunder hier vollbringen, aber erzählen. Aber Jesus hatte ständig dafür gesorgt, dass die Vorstellungsbox der Jünger, wer Jesus eigentlich ist, gesprengt wurde. Immer wieder neu, immer wieder neu, immer wieder neu. Und dann ging es auf den Berg Tabor. Da nahm er nur eine Auswahl der Jünger mit, weil nicht alle das erleben sollten, was dann passierte, dass er anfing zu strahlen, dass die Herrlichkeit Gottes durch ihn strahlte. Bei Mose heißt es, dass nur sein Gesicht strahlte, aber ihm, der ganze Körper, alles strahlte. Ja? Und dann kam noch die Wolke der Herrlichkeit über Jesus. Ja? Und sie hörten eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, den hört. Ja? Und das war so ein Schock, die konnten das gar nicht einordnen. Und sie sahen noch Elia und Mose auch noch auftauchen, ja? Mit denen Jesus sich unterhielt, als wenn das so zwei lebende Personen wären. Und Petrus musste irgendwas tun und sagte, wir müssen jetzt hier drei Hütten bauen. 1, 2, 3. Dir eine, Mose eine, Elia eine. Damit rückt er letztlich aus, dass er Jesus in die Reihenfolge von Elia und Mose stellte. Er hatte noch nicht erkannt, wer Jesus wirklich war. Und dann ging es abwärts und dann fing Jesus an, von seinem Tod zu sprechen. Ja? Es heißt dann, und er fing an, sie zu lehren, der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und wie reagierten die Jünger? Und das ist jetzt bezeichnend. Was sagte Petrus, der immer der Wortführer war? Das widerfahre dir nur nicht. Auf keinen Fall. Alles, nur das nicht. Er widersprach damit ja auch der Auferstehung. Denn Jesus hat ja nicht nur gesagt, dass er sterben wird, sondern dass er auferstehen wird. Warum sagte er dies? Weil das überhaupt nicht in seine Messias-Vorstellung passte, in seine Vorstellung, wer der Messias eigentlich sein sollte und wozu er kommt. Es passte nicht. Er hatte noch diese typische jüdische Vorstellung, es ist einer wie David, der irgendwann mal die Königsherrschaft antritt und die Römer aus dem Land schmeißt und Israel zu alter Größe zurückführt. Das waren seine Vorstellungen. Und darum hat er auf keinen Fall eine Zustimmung dafür, dass der Messias sterben wird. Das war absolut nicht in seiner Gedanken. Ein Messias darf nicht sterben, der soll leben. Da sieht man da, welche Differenz war zwischen dem, wozu Jesus eigentlich kam in der Hauptsache und die Vorstellung der Jünger. Und das war nicht nur, und was meinte dann, vor allem die Antwort Jesu ist ja sehr interessant, ja. Er sagte, geh hinter mich, Satan, denn du meinst nicht, was göttlich ist und was menschlich ist. Also diese Vorstellung eines politischen Messias ist nicht göttlich, ja, sondern von der anderen Seite sogar. Und wenn wir mal in die Zukunft schauen, der künftige Messias, der da kommen soll und politisch ist, wer ist das? Der Antichrist. Ja. So, aber das war ja nicht die erste Warnung. Es kam doch eine zweite Ankündigung der gleichen Art. Und da steht dann geschrieben, sie aber verstanden die Rede nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Natürlich, weil keiner wollte diese Ansprache hören, geh hinter mich, Satan. Das wollte keiner mehr hören. Ja. Und dann kam noch eine dritte und da reagierten sie schon gar nicht mehr drauf, weil sie wussten, es wird Jesus nicht gefallen, wenn wir das in Frage stellen. Aber man sieht ja die Differenz zwischen dem, was die Jünger erwarteten und was Jesus in Wirklichkeit war. Ja. Und das Interessante ist, Jesus hat ihnen das nicht erklärt. Er hat ihnen nicht erklärt, warum er leiden wird. Das hat er vermieden. Warum? Weil sie es einfach noch nicht verstehen konnten. Ihre Denke war noch so irdisch, war noch so menschlich, das musste er sich für später aufheben. Ja, für später, nach seiner Auferstehung. Da fing er damit an, wie bei den Emmaus-Jüngern. Es ist sowieso so, das ist so etwas, was ich meine, was ich so sehe. Jesus hat das meiste von dem, was er sagte, eigentlich mehr prophetisch gesagt. Er wusste ganz genau, die Jünger verstehen es alles noch gar nicht. Sie können es noch nicht verstehen. Aber es wird eines Tages der Heilige Geist kommen. Und der wird sie an all das erinnern, was ich in den 3 Jahren gelehrt habe und wird es ihnen auch erklären und wird verständlich machen, was das heißt, was ich ihnen gesagt habe. Und dann ging es weiter. Dann nahte Jesus Jerusalem und der Einzug in Jerusalem war triumphal. Ja? Er war perfekt. Jesus ritt auf einem Esel rein und alle Volksmengen jubelten ihm zu. Ach, ich habe noch was vergessen.
die Auferweckung von Lazarus, das war ja der Oberhammer, das muss ich euch noch erzählen. Lazarus wurde ja krank und starb. Und ich hatte mal auf History, Sky History, eine Doku über das Leben Jesu erzählt, das war sehr interessant, gesehen, das war sehr interessant. Da wurden verschiedenste Professoren der Theologie auch befragt, unter anderem zu dem Ereignis von Lazarus. Und da kam heraus, dass die Juden die Vorstellung hatten, wenn ein Mensch stirbt, bleibt der Geist noch 4 Tage im Körper und wird danach endgültig den Körper verlassen. Und dann war es das für den endgültig. Und Jesus hat hier genau 4 Tage gewartet, bevor er zu Lazarus geht. Das heißt, er hat den Zeitpunkt abgewartet, wenn auch für die Juden der Mensch endgültig tot ist und auch die Seele raus ist. Ja? Und als er ankam, war er schon beerdigt. Das muss man schnell machen, meistens am gleichen Tag, wegen der Wärme und der Verwesung und so. Und dann sagten ja die Schwestern, der stinkt schon, ja? Als sie den Grabstein wegrollen sollten. Ja. Also keiner hat erwartet, dass er da gleich lebendig rauskommt. Niemand. Ja. Auch die Jünger nicht. Die dachten ja, als Jesus sagte, er schläft, dass er gesund wird. Ja. Und Jesus sprengte alle Erwartungen und holte Lazarus mit komm heraus aus dem Grab raus. Und dieses Wunder war so gewaltig, ja, dass es die Runde machte. Und als Jesus in Jerusalem einzog, viele Menschen davon noch wussten, weil es war kurz vorher passiert, und ihn auch deshalb als Messias priesen. Ja, so sagt es das Johannesevangelium. Jesus zog ein als Triumphator, und ich kann mir vorstellen, dass die Jünger dachten, so, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo Jesus endlich seine Messiasherrschaft als König antritt. Doch was machte er? Er kümmerte sich nur um den Tempel und nicht um seine königliche Position. Ja. Er trieb erstmal die ganzen Wechsler aus und so weiter. Und dann kam der letzte gemeinsame Abend, ja, wo Jesus genau wusste, an diesem Abend passiert es, kurz vor Passa. Und wir kennen ja die Geschichte, dass nach dem Passa Jesus Brot und Wein nahm und sagte, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Und mir ist das nochmal so klar geworden, Jesus sitzt lebendig vor den Jüngern, ja, die nicht akzeptieren konnten, dass er jetzt bald sterben wird. Und sprach, das ist mein Leib, das ist mein Blut, der für euch gegeben wird, das für euch vergossen wird, obwohl er noch lebendig vor ihnen sitzt. Ja? Das war quasi die Ankündigung seines Sterbens. Und er sagt ja auch noch, diese Nacht werdet euch alle an mir ärgern, alle. Und die Jünger widersprachen noch, nein, wir gehen mit dir in den Tod. Wir schaffen das, wir schaffen das. Und dann kam der Zeitpunkt der Festnahme und alle Jünger rannten weg. Einer sogar nackt, heißt es. Aber Jesus hat auf diesem letzten Weg von der Stätte, wo sie Abendmahl nahmen und bis zum Garten Gethsemane, noch einige wichtige Worte gesagt. Jesus wusste ganz genau, die Jünger werden es nicht verkraften. Sie werden, wie er sagte, sich zerstreuen. Und da sagte er auf diesem Weg, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass ihr weinen und wehklagen werdet, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, aber eure Traurigkeit wird zur Freude werden. Die Frau hat Traurigkeit, wenn sie gebiert, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, gedenkt sie nicht mehr der Bedrängnis, um der Freude willen, dass ein Mensch in die Welt geboren ist. Auch ihr nun habt jetzt zwar Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen und eure Freude nimmt niemand von euch. Jesus wusste, die Jünger mussten durch diesen Zerbruch ihrer Vorstellungen durch. Es blieb kein anderer Weg. Sie mussten lernen, ihren theologischen Vorstellungen abzusagen. Und das war mit großem Schmerz verbunden. Denn es gibt nichts Festeres als eingefahrene theologische Vorstellungen. Auch für uns. Ja? Da tun wir uns so schwer mit, das abzulegen. Ja? Und die Jünger mussten erfahren, dass ihre Denke über Jesus einfach nicht korrekt ist. Ja. Sie mussten weg von einem irdischen Jesus, begrenzten Jesus, hin in die Erfahrung eines übernatürlichen Jesus. Und darum hat Jesus auch gewartet, bis nach der Auferstehung, um zu erklären, warum er eigentlich gekommen ist und was es mit seinem Leiden und seiner Auferstehung auf sich hat. Zum Zeitpunkt der größten Niederlage
Das war ja im Grunde genommen eine riesen Glaubensprobe für die Jünger, was jetzt passiert. Ja? Stand der größte Triumph vor ihnen. Ja? Der Triumph über den Tod. Für die Jünger war es so, Jesus ist tot, alles ist aus, alles Bisherige, was ich mit Jesus erlebt habe, ist begraben, liegt begraben mit Jesus. Alle meine Vorstellungen über Jesus, wie es weitergeht, dass er die Königsherrschaft antritt und was sonst noch, zerbrochen, zerstört. Sie hatten ja ihr Leben auf ihm aufgebaut. 3 Jahre mit ihm gegangen. Und nun war alles zerbrochen. Er war weg. Ja. Und dann kam ja dann zuerst Maria Magdalena und bezeugte seine Auferstehung. Und was heißt es da? Die glaubten nicht. Die glaubten nicht. Dann kamen die Emmaus-Jünger, die bezeugten, Jesus lebt. Dem glaubten sie auch nicht. Wenn die Trauer und das Enttäuschtsein ein bestimmtes Maß erreicht hat, kriegt uns da kein Mensch heraus. Man kann sich richtig verbarrikadieren. Ja? Und so war es bei den Jüngern. Die konnten nur herausgeholt werden durch Jesus selbst, indem er ihnen erschien, und zwar leibhaftig, real, physisch. Und dann heißt es sogar, als er ihnen erschien, dachten sie, sie würden einen Geist sehen. Konnten sie auch noch nicht glauben. Erst durch die Berührung seiner physischen Gestalt wurde ihnen klar, er ist wirklich lebendig. Und was heißt das dann? Es heißt, keiner konnte Jesus nun wieder gefangen nehmen und vor Gericht stellen und verurteilen. Und keiner konnte Jesus töten. Er war all dem komplett enthoben. Sie hatten nun einen Jesus, dem kein Mensch mehr was zuleide tun konnte, der über allem stand und zu aller Zeit bei ihnen war. Und dann gibt es noch die Geschichte mit Thomas. Und das Interessante bei Thomas ist, er war ja nicht da, als Jesus kam. Und als er dann später dazu kam, war Jesus weg und die Jünger sagten, wir haben den Herrn gesehen. Und er sagte, wenn ich nicht meine Finger in seine Wundmeile lege, glaube ich nicht. Und eine Woche später erschien Jesus und ohne dass irgendjemand Jesus darauf hingewiesen hat, was Thomas gesagt hat, sagte Jesus sofort zu Thomas, komm hier, leg deine Finger rein in meine Wunden und berühre mich. Das heißt, Jesus hat mitgehört, als Thomas diesen Ausspruch tat. Er war unsichtbar gegenwärtig und hat die Worte von Thomas gehört und ist sofort darauf eingegangen und hat gesagt, komm, tu das, was du unbedingt tun wolltest. Mach das. Ja? Und in dem Moment hat Thomas erkannt, Jesus ist Gott. Denn wer alle Zeit gegenwärtig ist, alles hört, was man sieht, sagt und tut, das kann nur einer, das kann nur Gott. Ja? Und das war bei Jesus so. Er war immer gegenwärtig. Und die Jünger mussten lernen, dass Jesus größer ist als das, was sie sich vorstellen konnten. Und wir sind auch oft in der Gefahr, Jesus in eine Box zu packen, in die Box unserer Vorstellungen, in die Box unserer Denke. Ja? Und da müssen wir aufpassen. Ich möchte gerne, dass Jesus meine Box immer wieder neu sprengt. Ja? Und das macht er gerne. Das macht er gerne. Wir singen oft, so groß ist der Herr. Ja, wie groß ist er denn? Ja, so groß, dass ich ihn nicht ermessen kann. Jesus sagte kurz zuvor zum Himmel auf, von mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Überleg mal, was das heißt. Ja, denk mal darüber nach. Und darum möchte ich einfach aufrufen, wie groß ist dein Gott? Ja, kannst du ihn bemessen? Oder ist er so groß, dass er dein Denken übersteigt? Ja, wie groß ist er? Er ist groß. Er hat eigentlich kein Maß unserer Vorstellung. Und das nächste Wow wartete ja schon darauf, auf sie, Pfingsten, aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Ja, wir haben einen Gott, der groß ist. Größer als alles, größer als unsere Umstände, größer als unser Herz. Ja? Er möchte immer wieder unsere Erwartungen sprengen. Und da, wo ich Grenzen sehe, will Jesus diese Grenzen sprengen. Mit ihm gibt es kein Unmöglich. Ja, im Rahmen der Schrift natürlich. Ja, wir können jetzt nicht beten, Herr, bekehre die ganze Welt. Das ist nicht biblisch. Aber im Rahmen seines Wortes und seiner Verheißungen können wir glauben. Ja, und Jesus möchte das fördern. Und darum lasst uns dem Herrn danken und erwarten, dass er unsere Boxen sprengt und unseren Glauben erweitert. Halleluja. Amen. Ich möchte noch beten.
Jesus, ich danke dir. Du bist immer größer, als was wir uns vorstellen können. Und so wie du die Boxen der Jünger gesprengt hast, ihre Erwartungen immer wieder neu gesprengt hast, so bist du auch heute derselbe, heute, der unsere Boxen, unsere Erwartungen sprengen möchte. Herr, und hilf uns, dass wir dich nicht begrenzen, indem unserem Glauben, dass wir dich klein machen, wir wollen dich groß machen. Wir glauben, dass du derselbe bist, gestern, heute und in Ewigkeit. Und dass du heute noch Wunder tust, dass du heute noch mit Geist und Feuer taufst, dass du heute noch heilst. Danke, Jesus. Amen. Ja, ich übergebe jetzt an wen? Du bist dran? Ja, erstmal muss ich was tun. Am Freitagabend war Mitgliederversammlung und ich habe da was ganz, ganz Wichtiges vergessen. Außer, dass ich aus meinen ganzen Ämtern ausgeschieden bin, die ich hier in der Gemeinde innehabe oder hatte, muss ich ja jetzt sagen. Liebe Gerti, wir haben dich vergessen und das kommt jetzt ganz von Herzen. Ich danke dir ganz herzlich. Ich glaube, 10 Jahre war ich jetzt Kassierer, haben wir mal so überschlagen. Und in diesen 10 Jahren wäre ich ohne dich echt aufgeschmissen gewesen, denn du hast die ganzen Buchungen alles gemacht, diese ganze Fleißarbeit hast du mir letztendlich abgenommen. Und dafür möchte ich dir noch mal ganz herzlich danken mit einer Kleinigkeit. Ich gebe das jetzt mal so ganz vorsichtig weiter. Ja, das ist eine enorme Leistung, die sie da macht für uns, so stillschweigend im Kämmerlein. Und das kriegt man immer nicht so mit, weil sie steht dann nicht hier vorne und erzählt was, sondern das bin dann immer ich gewesen. Aber die Hauptarbeit hat eigentlich wirklich sie gemacht. Und dafür war ich immer sehr, sehr dankbar. Ja, ich habe nach der Mitgliederversammlung, ihr habt mich da auch so nett verabschiedet, schon so ein nettes Buch bekommen. Und ich habe da auch gestern schon mal reingeschaut, was ihr da so reingeschrieben habt und die Bilder, die drin waren. Und ein ganz, ganz herzliches dicke Dankeschön erstmal. Also das hat mich wahnsinnig berührt und gefreut, weil da waren Sachen drin, die mir selber auch gar nicht mehr so bewusst waren. So die ersten Begegnungen halt, die ich mit der Gemeinde hatte, war ja damals Sommerlager, wo ich meinen Sohn mitgeschickt habe. Dadurch habe ich diese Gemeinde überhaupt kennengelernt. Und dann stand da, hat jemand geschrieben, ja, als Solamama. Und dann fiel mir ein, ja, stimmt. Wir haben dann da die Küche gerockt. Und wir waren für die Kinder so ein bisschen Solamama dann auch und auch für die Mitarbeiter. Und das war auch eine tolle Zeit. Genau. Ich werde jetzt ja auch gar nicht mehr so viel erzählen, weil ihr habt jetzt die Predigt da und es ist, je mehr man erzählt, desto schlimmer wird es, sage ich dann immer. Ja, tut mir leid, es ist soweit. Ich bin heute zum vorerst letzten Mal hier. Danke, dass ich nochmal beim Lobpreis mitmachen durfte. Das war auch etwas, was ich eigentlich so als zweites, wo ich hier eingestiegen bin, mit Mitarbeit. Und das war eine sehr schöne Zeit, die habe ich auch sehr genossen, weil ich liebe Lobpreis, das ist etwas, was mir total liegt. Heute nach dem Mittagessen verlasse ich Stadthagen in Richtung meiner neuen alten Heimat Kassel. Tut mir leid, es ist soweit. Da steckt beides drin in dem Spruch. Einerseits das Gefühl, es geht jetzt los, du hast das selbst beschlossen, das ist gut so. Und andererseits ist es natürlich ein Abschied und der schmerzt auch ein wenig. Das Neue ist verlockend und trotzdem ist auch ein bisschen Wehmut dabei. Und ein Rückblick auf die letzten Jahre, das heißt auch zu respektieren und zu sagen, es war alles gut und richtig. Es war gut und richtig, in diese Gemeinde zu kommen. Ihr habt mich damals so aufgenommen, wie ich bin. Wart für mich da, auch habt für mich und auch für meine Kinder viel gebetet und mit Rat und vor allem auch mit Tat zur Seite gestanden. Ich denke immer noch an den Umzug nach Stadthagen, wo ich im Krankenhaus lag, den ihr gemacht habt, und das werde ich euch auch nie vergessen.
Ihr habt mir und meinen Kindern eine Chance gegeben, uns nach unseren Gaben und Fähigkeiten zu entwickeln. Und das ist ein wertvoller Schatz, den ihr als Gemeinde habt. Menschen zu begleiten und das Gefühl zu geben, du bist wertvoll. Und dafür möchte ich euch danken. Ich bin jetzt offiziell Rentnerin und wenn so ein neuer Lebensabschnitt kommt, dann macht man sich Gedanken, wie soll der aussehen, wie soll es weitergehen. Und ich gehe nicht weg, weil ich die Nase voll von euch habe, oder, sondern weil es mir jetzt einfach wichtig ist, näher bei meiner Familie zu sein. Ich möchte meine Kinder und auch die wenigen Verwandten, die ich noch habe, öfters sehen. Ich weiß nicht, was Gott mit mir in Kassel vorhat, aber ich weiß, dass er einen Plan für mich hat. Und deshalb kann ich das eigentlich alles ganz entspannt auf mich zukommen lassen. Denn wenn ich eins in meinen 46 Jahre Christsein gelernt habe, dann ist es das, dass Gott der Einzige ist, auf den ich mich immer zu 100% verlassen kann. Als ich in der Fürbittengruppe gebeten habe, für eine Wohnung zu beten, hatte Erwin Folgendes geschrieben. Und zwar so, dass du Grund hast, dankbar zu sein. Und siehe da, es ist wirklich für mich so perfekt gelaufen und ich bin so dankbar. Und deshalb freue ich mich schon auf das neue Abenteuer da in meinem Leben. Ich habe euch zum Abschied, wie kann es anders sein, halt ein Lied mitgebracht, was meiner Meinung nach wirklich alles ausdrückt, was ich so im Moment empfinde. Es ist zwar etwas alt und deswegen Respekt an das Lobpreisteam, ne, dass ihr das mit mir gemacht habt. Wir haben da am Donnerstagabend so unseren Spaß mitgehabt. Es drückt es halt so ein bisschen aus, wie ich empfinde. Und ich bin halt erstmal nicht mehr hier dann, aber ich habe Telefon für eingehende Gespräche und natürlich auch für ausgehende Gespräche, sage ich immer so. Und wer mit mir Kontakt haben möchte, wird es haben. Und ich sage euch, ich freue mich, wenn ihr euch bei mir meldet und ich liebe auch Besuch. Also Kassel ist eine wunderschöne Stadt. Herzlich willkommen, kann ich da nur sagen. Und ich werde euch mit Sicherheit hier auch nochmal besuchen. Also es wird irgendwann mal so sein, dass ich auch wieder hierher komme. Ja, und jetzt möchte ich das Lobpreisteam zu mir bitten. Ein Stück seines Lebens in der Hand des anderen zurück. Doch wenn Gottes Hand uns miteinander fest umschließt, bleibt uns nah, auch wer uns ferne ist. Wenn Gott will und wenn wir lieben, wollen wir uns wiedersehen. Ehe eintritt, was wir planen, kann doch viel geschehen. Heißt vergessen, immer nagt die Zeit unerbittlich an den Bildern der Vergangenheit. Doch wenn Gottes Hand uns miteinander fest umschließt, bleibt uns nah, auch wer uns ferne ist. Wenn Gott will und wenn wir lieben, wollen wir uns wiedersehen. Ehe eintritt, was wir planen, kann so viel geschehen. Jesus Christus lieben,
mir auf dieser Erde dann bei ihm einmal. Ewig Jesus Christus lieben, sehn sich nie zum letzten Mal. Wenn ich hier auf dieser Erde dann bei ihm einmal. Jesus, ich danke dir für diese Gemeinde. Ich danke dir für das, was sie mir und meinen Kindern getan hat und was sie so vielen anderen ja auch tut. Segne du sie weiterhin. Und ihr geht mit der Einsicht, dass Jesus euch bei eurem Namen gerufen hat und ihr zu ihm gehört. Geht mit der Absicht, ihm euren Dank zu sagen, mit Worten und Taten, mit Händen und Füßen. Geht mit der Aussicht, dass Jesus bei euch ist. Alle Tage bis an der Weltende. Und es segne und begleite euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, halte unseren Verstand wach, unsere Hoffnung groß und stärke unsere Liebe zueinander. Amen.